Angela Merkel bleibt wohl Bundeskanzlerin. Doch gleichzeitig ist sie die größte Verliererin dieser Wahl, prozentual und von den Inhalten her. Ihre Regierungskoalition mit der SPD wurde abgewählt. Für die SPD endete die Wahl in einem Desaster. Sie ist keine Volkspartei mehr und zieht noch am Wahlabend ihre Schlüsse. Sie will in die Opposition gehen. Ist das nun feige oder mutig? Zur Neuaufstellung dieser einst so stolzen Partei ist es wohl bitter nötig. Doch von vornherein Verhandlungen auszuschließen, widerspricht sich mit dem Handeln einer demokratischen Partei. Martin Schulz erreichte mit seinem Wahlkampf die Menschen nicht. Seine Themen und seine Persönlichkeit überzeugten nicht. Er sollte jetzt den Weg für die Zukunft seiner Partei freimachen. Die großen Gewinner sind die AfD und die FDP. Ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Wähler in Deutschland eine Veränderung wollen. Ist die AfD eine Schande für Deutschland? Absolut nicht. Als Demokratie müssen wir den Wählerwillen akzeptieren, auch wenn es vielen, übrigens vor allem den herkömmlichen Parteien, die Millionen Wähler abgeben mussten, nicht passt. Unsere Demokratie und unser parlamentarisches System sind stark genug, rechtspopulistische Tendenzen auszuhalten. Die Stimmen dieser Wähler müssen gehört werden. Die meisten sind nämlich keine AfD-Anhänger. Sie protestieren gegen die Regierung Merkel. Dieses Land hat verdammt viele Zukunftsaufgaben zu lösen, sagte Angela Merkel am Wahlabend. Recht hat sie. Doch ist sie dafür die Richtige, diejenige, die gegen die Ehe für alle stimmte? Sie steht für Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes. Wir haben ihr sicher viel zu verdanken, aber für mich steht sie nicht für die Zukunft. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grüne ist jetzt die erstmal einzige Option auf eine Regierung. Klingt nach komplizierten Verhandlungen. Sollte es klappen, stecken da viele Chancen und die Möglichkeit auf frischen Wind drin. Gerade im Hinblick auf wichtige Themen wie Digitalisierung und Umwelt. Angela Merkels Tage sind gezählt. Eigentlich sollte sie schon jetzt sich zurückziehen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin an die Spitze lassen. Das wird sie aber nicht tun. Die Kanzlerdämmerung wird bald einsetzen. Es wird Zeit, das Zepter zu übergeben. Sonst vernichtet sich die CDU so, wie sie es in den letzten Jahren mit der SPD gemacht hat. Die Stimme der Vernunft in Deutschland ist die FDP um Christian Lindner. Er führte seine Partei nicht nur zurück in den Bundestag, er steht für ein modernes Deutschland. Zusammen mit den Grünen kann er es schaffen, unser Land voranzubringen. Und in so einem Land möchte ich leben.